Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, wir haben den 13. Juni 2021. Natalie Winters von The National Pulse ist bei ihren Recherchen auf ein Video gestoßen, das Ralph Barrick zeigt bei einem Vortrag 2018. In dem Artikel heißt es: Während einer Rede auf einer Konferenz im Jahr 2018 berät Wuhan-Institut für Virologie-Mitarbeiter und Gain-of-Function-Befürworter Dr. Ralph Barrick die Teilnehmer, wie man in der nächsten Pandemie Geld macht. Um dich ins Boot zu holen, folgende Anmerkungen. Der Name Dr. Ralph Barrick wird als beteiligter Forscher und Virologe im Zusammenhang mit Faucis E-Mails und der bekannt gewordenen Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung am Wuhan-Institut genannt. Gain-of-Function bedeutet Funktionserweiterung, also die Forschung, wie einem Virus zu seinen vorhandenen Auswirkungen eine weitere Funktion hinzugefügt werden kann. Analysen des Covid-19-Virus-Designs ergaben, dass es höchstwahrscheinlich aus einem Labor stammt. Das Ergebnis einer Studie der Oxford-Universität ist, dass seit 2017 keine Fledermaus und kein Schuppentier auf dem Markt von Wuhan angeboten oder verkauft wurde. Weiter aus dem Artikel. Barrick, der an Konferenzen am Wuhan-Institut für Virologie teilgenommen hat und von Wuhans Fledermausfrau Shi Shengli als einer ihrer langjährigen Mitarbeiter beschrieben wird, machte die Kommentare bei einer Veranstaltung im April 2018, die an der Universität von North Carolina, Chapel Hill, stattfand. Barrick, der die Aufhebung des Verbots der Gain-of-Function-Forschung als kritisch bezeichnete, versorgte das Wuhan-Labor auch mit humanisierten Mäusen, um wahrscheinlich die umstrittene Form der Forschung mit SARS-ähnlichen Coronaviren durchzuführen. Zitat: Gain-of-Function stellt einen dieser Ansätze dar, der ein entscheidendes Werkzeug für die Gesundheitsvorsorge und Reaktion ist. Zitat Ende. Behauptete Barrick 2014, als er sich gegen ein Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung einsetzte. In seinem 2018 gehaltenen Vortrag Imagining the Next Flu Pandemic and Preventing It präsentierte er eine Folie mit dem Titel Globale Katastrophe – Chancen existieren. Die Folie skizziert, welche Arten von Aktien und Industriebereichen während des Ebola-Ausbruchs in die Höhe schossen, was er nutzt, um finanzielle Ratschläge zu geben, Zitat, wie man bei der nächsten Pandemie Geld verdienen kann. Während des Ebola-Ausbruchs gab es etwa einen 8-10%igen Rückgang am Markt, der sich dann schnell erholte. Ich wollte Ihnen gute Nachrichten übermitteln. Sie können, es gibt Gewinner da draußen, richtig? Wenn Sie also vorbereitet sind und bei der nächsten Pandemie Geld verdienen wollen, dann kaufen Sie Aktien von Herstellern von Schutzanzügen und Schutzkleidung oder von unseren Unternehmen, die antivirale Medikamente für diese spezielle Pandemie herstellen. Sie wissen, dass es wahrscheinlich ziemlich gut läuft. Es gibt tatsächlich Investmentfonds für Pandemievorsorge. In diesem Land kann man auf alles wetten. Einige Produkte schneiden gut ab. 1918 auch Masken. Heute ist es dasselbe. Pandemien sind wirklich die Zeit der Gelegenheit und ich mag George R. R. Martins Zitat von Chaos ist eine Leiter. In Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs gibt es für Menschen die Möglichkeit, politischen, finanziellen oder persönlichen Gewinn zu erzielen. Und das wird wahrscheinlich auch geschehen. Es wird irreführende Geschichten geben, soziale Medien, Wunderheilungen, die als Verschwörungstheorien dargestellt werden. Eine Sache ist ziemlich neu. Sie können wahrscheinlich im Internet Ihren eigenen Impfstoff kaufen und bestellen, jetzt für etwa $200. Sie können also Ihren eigenen Impfstoff kaufen und sich wahrscheinlich selbst impfen. Wenn Sie ein wenig Wissen haben, wird wahrscheinlich jemand mit einem Konzept kommen, um das auf sichere und legale Weise zu verkaufen.